Lachen. Einfach so, weil es Spaß macht und weil es gut tut. Schon der Volksmund sagt, Lachen ist die beste Medizin. Das findet auch Lachtrainerin Hanna Komurka. In Nürnberg bietet sie deshalb Lach-Yoga an. Für den ein oder anderen mögen ihre Übungen erstmal albern wirken. Für Hanna Komurka ist ihr Lachtraining aber ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft. Wenn viele Menschen strahlen und richtig Freude haben, Freude am Leben, Freude am Sein, dann werden wir viel friedlicher leben. Und ich glaube, das ist ein Beitrag zu dem Frieden. Zum Frieden in selbst und zum Frieden in der Umgebung, in der Familie, auf der Arbeitsstelle. Ich glaube, Lachen bringt sehr viel. Seit 6 Jahren bietet sie das Lach-Yoga in Kooperation mit dem Fenster zur Stadt, der Stadtkirche Nürnberg, an. Das Angebot ist kostenlos und für jeden offen. Fast immer sind ein paar neue Teilnehmer dabei. Gerade am Anfang fällt es vielen von ihnen nicht leicht, einfach so drauf loszulachen. Manchen fällt das ganz schwer, ja. Wenn sie gerade Probleme haben oder Schmerzen oder schon lange nicht gelacht haben, dann kommt es ihnen vielleicht nicht ganz natürlich, wieder plötzlich zu lachen. Mir ging es eigentlich genauso. Wenn ich bei der ersten Stunde war, dachte ich, warum soll ich überhaupt jetzt lachen? Was ist hier zum Lachen? Mir ist überhaupt nichts zum Lachen. Und nach den 60 Minuten bin ich strahlend rausgegangen und dachte, die Welt sieht ganz anders aus. Das ist gar nicht so schlimm wie vor einer Stunde. Also wenn das so allen gehen würde, dann ist es mein Ziel erreicht. Am Ende liest Hanna Komurka den Teilnehmerinnen dann auch aus Büchern vor. Die erklären, wie das Lachen dem Körper und Geist hilft. Ein fester Bestandteil ihres Kurses, aus gutem Grund. Ist es viel besser zu begreifen, warum wir diese Späßchen machen. Das ist nicht nur darum, dass wir uns treffen, hahaha, und dann wieder ernst sein, sondern das Leben ein bisschen umzuwandeln und mehr Freude in unsere Pflichten bringen. Und wenn uns etwas zustoßt, wo wir wirklich Ärger oder wo wir sauer sind, einfach dieses umzuwandeln und wieder humorvoller das Ganze anzuschauen. Also Humor ist natürlich Gewürz für das Leben. Mit einer Prise Humor möchten die Teilnehmerinnen ihren Alltag erleichtern und kommen deshalb regelmäßig zum Lach-Yoga. Ich finde es eine ganz tolle Methode zum Stressabbau. Also man hat so im Arbeitsalltag oft den Kopf voll und kann schlecht abschalten. Und wenn man hierher kommt, nach kurzer Zeit lacht man mit, weil es ist ansteckend und dann denkt man nicht mehr an seine Sorgen. Weil es Spaß macht, ja, und dass man das Lachen ja nicht verlernt. Ne? Das ist schön und in der Gemeinschaft macht sowieso mehr Spaß, dann lacht man automatisch mit. Also manchmal kommt man ja mit Sorgen hierher oder man ist ein bisschen bedrückt oder man hat was Unangenehmes erlebt. Und nach dem Lach-Yoga ist es eigentlich vorbei und man kann auch anders über ein Problem oder über solche Sachen nachdenken. Lehrerin Hanna Komurka weiß, viele Leute betrachten ihre Lach-Yoga-Kurse erst einmal mit Skepsis und finden das Ganze ein bisschen verrückt. Auch für diese Menschen hat sie einen guten Grund parat, warum sie es einfach mal ausprobieren sollten. Man sagt, 10 Minuten Lachen ist genauso wie eine Stunde Laufen. Also das ist auch für die Faulen. Ob beim Lach-Yoga oder einfach im Alltag, herzlich lachen ist auf jeden Fall nicht nur Balsam für die Seele und den Körper, sondern auch für ein menschlicheres Miteinander.